Mit dem TSI-Motor ist es Volkswagen gelungen, auf einmalige Art und Weise Fahrspaß und niedrigen Kraftstoffverbrauch zu verbinden und damit ein emotionales Fahrgefühl für den Kunden zu erreichen, bei gleichzeitiger Beachtung der Nachhaltigkeit und des niedrigen Kraftstoffverbrauchs. Die eben ein sehr großes Fahrvergnügen, großen Fahrspaß, große Dynamik zu erreichen und trotzdem den Kraftstoffverbrauch deutlich zu senken mit im Vergleich zu gleich starken Motoren über Downsizing, direkte Einspritzung und eben die Doppelaufladung, die hier zum ersten Mal in dieser Form verwirklicht wurde. Durch die Kombination dieser beiden Aufladesysteme ist es uns möglich, ein extrem hohes Low-End-Torque bereitzustellen. Schon ab 1500 Umdrehungen sind wir in der Lage, 240 Newtonmeter Drehmoment dem Kunden zur Verfügung zu stellen und damit einen außergewöhnlichen Spaß am Fahren zu erreichen. Der TSI-Motor ist für uns ein ganz wesentlicher Meilenstein, ein ganz wesentlicher Puzzlestein für die zukünftige Kraftstoff- und Antriebsstrategie von Volkswagen. Und sowohl die verschiedenen Abstufungen bezüglich der Leistung als auch den Einsatzbereich in verschiedenen Modellreihen haben wir ganz klar auf der Tagesordnung. Wie ich gerade schon erläuterte, ist der TSI-Motor an sich ein, wie Sie auch schon sagten, ein großer Sprung und eine sehr, sehr gute Basis für weitere Entwicklungen. Wir haben beispielsweise Ende letzten Jahres auf Basis des TSI-Motors einen Hybrid-Prototypen gezeigt. Wir haben Erdgasantrieb auf Basis des TSI-Motors gezeigt und glauben, dass wir mit diesem Motor als Grundkonzept sehr gut, sehr flexibel auf zukünftige Anforderungen reagieren können.